Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern und Geschichten aus dem wunderschönen, ziemlich vom Fluch heimgesuchten Hundsgrab. Ihr seht schon, es ist nicht schlimmer geworden, aber es sind immer noch die Auswirkungen zu sehen dieses merkwürdigen Fluches. Und ihr habt ja viel spekuliert, was es denn sein könnte, was uns da widerfahren ist. Manche haben gesagt, wahrscheinlich eine Hexe. Da müsste man natürlich rausfinden, wer die Hexe ist hier in Hundsgrab. Bist du die Hexe? Was? Wie, Nordtor? Ah ja, okay. Ah, unser Besuch. Ah, verdammt, das habe ich das beinahe schon wieder vergessen. Wir haben ja Besuch. Das hat sich etwas verzögert, weil seine Kutsche irgendwie in irgendwelchen Ranken stecken geblieben ist. Habe ich gehört. Und Büschen, Dschungelbüschen. Aber jetzt müsste er eigentlich bald kommen. Und an diesem schönen Tage wollen wir ihn hier in Hundsgrab begrüßen. Ja, so machen wir das, Leute. Ich gehe jetzt mal hier aus dem Tor raus und dann schauen wir mal, ob er... Oh, hier ist auch alles zugewuchert. Mann, ist das... Ah, da kommt er schon. Hallo. Ja, Glück auf. Herzlich willkommen. Guten Tag. Hier... Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, zu Gast bei dir. Ja, natürlich. Wir hatten ja schon lange mal abgemacht, dass du mal vorbeischaust. Das, liebe Leute, ist der gute Klängarn. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Das ist richtig, ja. Okay, Klängarn LP oder Klängarn auch genannt. Genau. Ja, das ist unser Nordtor hier in Hundsgrab. Du musst bitte entschuldigen, die Umstände, dass hier alles ein bisschen verwachsen und begrünt ist. Ich sehe schon, ja. Wir wissen selber noch nicht so richtig, woran das liegt. Also deine Schafe sind auch grün, habe ich gerade gesehen. Was? Oh, nee. Oh, ja, die sollten eigentlich alle rot sein. Okay, ja. Jetzt hast du grüne Schafe. Ja, naja, müssen wir alle wieder umfärben, kann man nichts machen. Ja, komm mal mit, dann gehen wir mal in die sicheren Stadtmauern von Hundsgrab. Ja, ich wurde gerade schon angegriffen von einem Zombie, ich habe ja schon verrottetes Fleisch in der Hand, weil ich ihn gerade noch eben schnell besiegt habe. Mit der puren Faust oder was? Genau. Oder hast du noch eine Knarre im Gürtel oder was? Nee, leider nicht, deshalb habe ich auch Leben verloren. Ja, Ladies first. Ich gehe mal einfach durch. Ja, ich komme auch. Ich gehe mal hier, ne, hier ist doch bestimmt richtig. Ja. Ja, unsere Baumeister hier beim Stadttor, die haben leider Mist gebaut. Die haben hier zwar ein schönes Tor gebaut, aber leider die Mechanik zum Hoch- und Runterziehen vergessen. Okay. Ja, gut. Und jetzt sind wir in Hundsgrab angekommen. Ich würde sagen, ich gebe dir erstmal ein bisschen was zu essen. Das ist gut, glaube ich, ja. Hab schon damit Hunger. Uns hier in die, ah, ne, da gehen wir nachher ins Süppelhuhn. Genau, da müssen wir ins Süppelhuhn. Musst du noch ein bisschen hungern. Ich zeig dir erstmal ein bisschen was vom Dorf. Wenn es recht ist. Ja, also ne, Stadttor habe ich dir ja schon gezeigt. Hier entsteht Neuhundsgrab oder Neuhafen auch genannt. Die neue Siedlung sozusagen, wo die reichen Hundsgraber wohnen. Ach, das ist mehr so das ärmere Stadtviertel. Nee, das ist das reiche Stadtviertel. Ach so. Das ärmere liegt da hinten, ab genau. Ab hier ist reich und da hinten dann arm. Ja. Hier ist nämlich schon eine Villa. Okay. Die haben wir eigentlich noch nicht eingerichtet, das müssten wir auch nochmal irgendwann machen. Also ist sehr spartanisch eingerichtet noch. Ja, habe ich am Anfang gesehen, in deinem 2 Folgen Let's Play, die ich schon gesehen habe. Ah, 2 Folgen hast du doch schon gesehen. Ja, ich habe auch schon 1,5 Folgen von dir gesehen. dann hatte ich keine Zeit mehr. Manchmal zu, nicht, dass hier noch ungebetene Gäste reinkommen. Da ist noch keiner eingezogen, ist ja auch noch nicht richtig eingerichtet. Also das wird hier so eine Stadt, so eine Hafenvilla soll das werden. Ja. Der Hafen ist ja eigentlich mehr da drüben, aber naja. Ja, ist schön, ne? Wo bist du? Ich verliere dich immer aus dem Augen. Pass auf, der Hund ist gefährlich. Der gehört nämlich nicht mir und der knurrt mich immer an, wenn ich bei dem in der Nähe bin. Ach, der sieht aber gar nicht so böse aus eigentlich. Naja, das sind die Schlimmsten, ne? Die lieb aussehen, das sind die Schlimmsten. Nee, der will nur spielen. Der beißt nicht. Ja, meinst du? Willst du nur spielen? Schnell weg. Ja, ich lasse ihn mal lieber hier sitzen. Ja. Ist gar nicht mal so ohne. Oh, und es wird schon dunkel, verdammt. Ja, dann folge mir mal unaufhörlich. Natürlich. Dann bringe ich dich mal zum Süppelhuhn. Da können wir erstmal die Nacht verbringen. Ist ja schön in deiner Stadt hier. Ja. Haben sie schön gemacht, die Dorfbewohner, ne? Ich habe ja ein bisschen mitgeholfen. Ach, das war schon ein Dorf an sich und du hast das dann ausgebaut. Genau, das war ein ganz kleines Kuhkackdorf. hier, das ist zum Beispiel so ein ganz altes Gebäude noch. Ja, stimmt. Na, die erkennt man ja dann doch wieder. Den schicken Baustil vom Gott Mojang. Ja, stimmt. Boah, es ist schon richtig spät. Ja, und das ist das Süppelhuhn, hier unsere erste Schenke. Und hier kannst du gleich mal das erste Zimmer schnappen und da kannst du pofen. Alles klar.
Muss ich hier 3 Goldtaler bezahlen als... Nee, komm, als Gast ist alles umsonst. Oh. Also kostenlos. Ja. So. Oh, und schon wieder Tag. Albträume haben wir keine gehabt. Gott sei Dank. Ach, ein wunderschöner Morgen. Ja, also falls hier irgendwas passiert hier mit diesem merkwürdigen Fluch, der auf uns gerade lastet, da übernehme ich keine Verantwortung. Der grüne Fluch quasi. Ja, die grüne Höllefluch oder so, keine Ahnung. Und was machen die da oben? Die beiden sind da hochgeklettert. Ey, was machen die da oben? Ja, sieht ein bisschen aus wie eine Zwickmühle. Irgendwie kommen die auch nicht mehr runter, ne? Ja, hier waren überall Ranken gewachsen. Und dann haben die Idioten natürlich nichts Besseres zu tun, als da direkt mal hochzuklettern. Ja, kenne ich. Machen Leute bei mir im Haus auch immer, dass sie auf mein Dach klettern und dann nicht mehr runterkommen. Im Treppenhaus auch so, ne? Stellst du eine Blume, eine Pflanze ins Treppenhaus, schon klettert der erste dann hoch. Kenne ich. Muss dann immer die Feuerwehr kommen und so. Ja. Das gibt's ja hier gar nicht, deshalb müssen sie da oben einfach sitzen. Stimmt, haben wir gar nicht Feuerwehr. Hat aber noch nicht gebrannt, wird auch niemals brennen. Hoffe ich doch mal. Geht das ja nicht, dass das durch Blitze irgendwie brennt? Nee, ne? Bisher ne? Bin ich schnell immer ins Bett gegangen, wenn ein Gewitter war. Hab mir die Decke über den Kopf gezogen und dann ist nichts passiert. So, was gibt's denn hier? Rumpsteak, Hähnchen, Rippchen? Ja, ja. Das ist das Süppelhuhn. Das war das erste Gebäude, was wir gebaut haben in Hunsgrab. Und das ist der italienische Besitzer, also neue Besitzer. Okay. Roman heißt der, glaube ich, oder sowas. Romano wahrscheinlich. Pizza hat er noch nicht im Programm, die gibt's noch nicht, die wird erst in 200 Jahren erfunden. Okay, aber sehr fleischlastig hier eure Kost. Aber es gibt Pilzsuppe, hast du denn schon Hunger? Die Hälfte schon weg eigentlich und auch ein bisschen Leben verloren. Dann pass auf, dann setz ich mal hier an den Stammtisch. Boah, das dauert aber immer lange hier mit dem Service. Boah. So. Ja, das ist ja der echt Koch ist schon da, aber der sagt, er fängt erst in der Stunde an zu arbeiten. Ach, da kommt er. So, wir haben keine Teller mehr. Warte, baue ich mal schnell einen Teller. Holz, na doch, wir haben noch besseres Holz. Schönes Birkenholzteller, die sind ja ganz besonders beliebt. Alle 4 Stück sollen reichen. So viel Hunger. Ansonsten kann ich noch mein Rottenfleisch essen. Nee, lass mal. Hier mein vergammeltes Zombiefleisch. Es gibt Albträume, habe ich gehört. Ja, lieber nicht. Ja. Dauert ein bisschen. Ist dafür aber ganz frisch, die Pilzsuppe. Also, ne? Okay. Ganz... frisch und aktuell. So, zack. Oh, eine habe ich rausgekriegt. Super. Ja, mal, ist alles ein bisschen unordentlich hier in Hunsgrab. Da muss ich auch unbedingt mal was dran tun. Ja. Okay, pass auf. Pilzsuppe to go. Kommt sofort. Moment. Und tada. Oh, endlich. Direkt im Bauch reingeworfen. Oh, nom, 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 nom. Oh, ist das lecker hier. Ja. Ist ja auch unser... Ja, einmal zum Abräumen. Einfach auf den Boden kacheln oder liegen lassen, macht die Putzfrau hinterher weg. Zack. Ja, ja. Ich habe nämlich auch einen Pilzkeller, den habe ich noch gar nicht so oft gezeigt, den kann ich dir mal zeigen. Da, ich folge dir. Den hatten wir neulich besser ausgeleuchtet. Mal sehen, ob da überhaupt noch Pilze... Oh, doch, ja. Ja. Die wachsen hier schon bald die Treppe hoch, die Pilze. Mann. Einen müssen wir stehen lassen. Einen lasse ich immer stehen, damit der seine Sporen verteilen kann. Du kannst ja auch Pilzbäume machen, ne? Glaube ich. Mit Knochenmehl geht das, glaube ich. Pilzbäume. Ah ja, stimmt. Boah, das können wir mal ausprobieren. können wir einen Spielplatz machen für den Nachwuchs mit so einem Pilz. Hattet ihr auch so einen Pilz auf dem Spielplatz, so einen Spielpilz? Nee, eigentlich. Oder doch, mit so Schaukeln dran, der hat sich gedreht. Ah, siehste? Der, wer den nicht hatte in der Kindheit, da, der... Ja, der hat aber echt was verpasst. Okay, ja, ich nehme mal einfach ein paar Pilze mit, dann pflanzen wir vielleicht mal so einen schönen. Ich habe einen, also müsste reichen. Ja, müsste reichen, genau. Ich habe ein bisschen ein paar Knochen von der letzten OP, habe ich auch noch da. Wird hier denn schon chirurgisch, hygienisch operiert in deinem Dorf? Ja, ja, wir haben einen Doktor, also er möchte ja kein Doktor sein, ist aber nur Apotheker. Der Arme. Der macht das alles. Das ist das Armhaus hier. Ja, das sieht wirklich, ich spende den mal einen Pilz, ne? Oder noch ein Fleisch, das habe ich ja noch übrig gehabt. Ja. Gammelfleisch essen die sehr, sehr gerne. Also essen die eigentlich ausschließlich. Ja, wer nicht? Wer nicht? Wer nicht, genau, ja. Ich zum Beispiel. Ja. Das ist die Badewanne für die Armen, damit die immer schön sauber sind. Und das hier, das ist das Orakel von Hunsgrab. Ach so, ich dachte, das ist das Bad, aber ja, stimmt. Nee, das ist das Orakel. Das weiß ja nicht, was dir gerade orakelt. Es macht immer Orakel immer manch merkwürdige Sache. Was ist das für ein Kollege hier aus Metall? Das ist Armin, der eiserne Kerl. Der ist hier drin gespawnt
und verteidigt das Ding jetzt gegen alle Eindringlinge. Ja, man sieht, er ist echt eisenhart, ne? Eisenharter Kerl, ja. Und noch nicht eingerostet. Nee, der badet ja nicht. Die anderen baden alle den ganzen Tag. Die sind alle ein bisschen rostiger. Ja, und hier sind so die Betten für die Armen, aber sind keine da, weil es gibt keine armen Leute in Hunsgrab. Ach, dann deshalb baust du dein Reichenviertel, weil alle da jetzt... Okay. Genau. Und wenn es dann Arme gibt, die können dann hier ins Armenhaus und können da, ja, arm sein. Das, was sie halt so machen den ganzen Tag. Arm sein, ja, betteln und arm sein. Kann man in Lebenslauf schreiben dann. Joa, hier ist der erste Tempel, den wir gebaut haben. Also die erste Kirche, genau. Oder Kapelle, habe ich, glaube ich, gesagt. Die ist dem Gott Spawn geweiht. Okay. Also Spawn ist ja der Gott der Wiedergeburt und hier können die Leute hingehen. Ja, hier hängen überall Schilder von irgendwelchen Leuten. Ja, man merkt, der Priester ist sehr gläubig, also mit dem Namen. Freestyler? Als Priester ist ein schöner Priestername, oder? Freestyler 02, ich glaube, dem kann man all seine Sünden anvertrauen. Ja, sein Vater war Freestyler 01. Sehr fantasievolle Familie. So. Ist eine, ja, schon ewig eine Geweihtenfamilie, schon ganz lange. Hier sind ein paar Gräber. Bis ich festgestellt habe, dass die ja gar nicht sterben, die Leute, sondern immer wieder kommen. Ja, Mist. Und dann wurde das aufgegeben, aber noch nicht abgerissen. Also hier, Ilse Bilse. Keiner will sie. Hallo? Oh. Jetzt ist er weg. Haha. oh, jetzt ist er eingerostet. Unser Gast, naja, kommt vielleicht gleich wieder. Moment mal ganz kurz. jetzt ist das passiert, was wir schon befürchtet haben. Skype ist nämlich so ein bisschen böse heute und möchte nicht, dass wir miteinander reden. Und dann passiert sowas. Ja, kein Problem. Ich führe dich einfach so noch ein bisschen weiter rum. Dann kann ich auch die ganze Zeit reden. Hörst du mich wieder? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Haha. So, da war kurz weg irgendwie. Ja. Naja, kurzer Hörsturz wahrscheinlich. Ich habe aber so ein Pfeifen noch im Ohr irgendwie. Joa, wir gehen mal hier hinten weiter. Das ist hier die Hütte des Förster Heinz. Okay. Der arbeitet aber nicht so gerne. hat hier ein bisschen Holz drin. Und naja, aber eigentlich ist er lieber im Dorf unterwegs und redet mit den anderen Leuten. Und das hier, das ist ja die Hauptattraktion sozusagen. Das ist unser magischer Zeitbrunnen. Wenn man in den reinspringt, dann reist man durch die... mach das lieber nicht. Reist man durch die Zeit, weil dann wärst du weg, weißt du? So wie dieses Huhn da. Das schwimmt gerade rum. Ja, das ist wahrscheinlich der Grund, warum dieser Brunnen magisch ist. Das ist das Süppelhuhn. Okay. Nachdem da auch die Schenke auch benannt ist. Genau, nachdem auch die Schenke benannt ist, genau. Joa, hier geht's dann ganz unspektakulär weiter. Hier ist die Schmiede. Sehr schön, ne? Und hier sind Burger auf dem Schweinegehege. Warum? Okay. Was macht ihr da, Leute? Ja, wie Rippchen. Und die haben auch immer gute Angebote, ne? Also 3 Emeralde für eine Schere. Ja, die sind gute Händler. Geht mal raus. Nicht die Schweine. Die Schweine sollen drin bleiben. Ihr sollt raus. Schwein, du sollst drin bleiben. Oh, jetzt ist es abgehauen. Naja. Die anderen beiden wollen nicht. Naja. Kann man nichts machen. Hast du auch so Frauenskins da oder sehe ich das anders als du? Ich habe auch Frauen, ja. Okay. Aber die sind alle in meinem Harem. Nein. Weil gerade war der Pizzabäcker in der Schenke leider auch bei mir eine Frau. Ach so. Okay, ja, naja, gut. Hat nicht ganz gepasst, aber... Genau, das ist meine alte Junggesellenbude hier. Da gibt's gar nichts zu sehen. Hier hast du deine wilden Tage verbracht. Ja, da sind irgendwo... Ja, meine wilden Tage sind überall noch Flecken auf dem Boden, aber die kriegt man auch nicht raus. Muss ja nicht so genau hingucken. Ja, alles klar. Was gibt's noch zu sehen in Hunsgrab? Hier sind noch so ein paar Schafe. Hier ist meine Badeanstalt für die Hühnchen. Das Schlechte ist, die sterben momentan, wenn die baden. Ertrinken sie, oder wie? In der neuen Version. Ach. Ja, ertrinken sie einfach mal. Genau, ja. Nee, aber ist ja auch wichtig, saubere Hühner dann zu haben. Ja, ne? Saubere Hühner, saubere Eier sind immer wichtig. Und hier sind die Kontrollhühner. Die 3 Typen hier. und die sind dafür verantwortlich, die Welle hier ein- und auszuschalten. Die gehen nämlich ab und zu mal hier auf die Platte drauf und dann wird die wieder ausgeschaltet. Aber momentan haben sie keinen Bock. Boah. Anscheinend. Sehen sehr lustlos aus. Nö, haben keinen Bock. Ja, die wollen die anderen lieber saufen lassen. Von unglücklichen Hühnern die Eier. Ja, ja.
Und, aber da kommen ganz schön Eier bei raus. Also kommen ganz schön Eier bei rum. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben hier noch die Arena. Die ist noch nicht ganz fertig. Hier mit den, wie heißt das? Kakteen. Zombie-Spawner. Genau, genau, genau. Da unten ist eine Tür, wenn ich die aufmache, kommen die bösen Zombie-Männer raus und fressen dich auf. Okay. Ja, das möchte ich jetzt nicht unbedingt treffen. Nee, du hast ja auch noch gar nichts dabei, noch gar keine Waffen und nichts, ne? Wir müssen dich erstmal ein bisschen ausrüsten. Ich hab einen Pilz. Boah, also, das wird schon wieder dunkel. Das geht aber schnell bei dir. Ja, ja, die Tage sind sehr kurz noch. Winter ist ja gerade vorbei. Pass auf, dann gehen wir mal da hinten pennen. Komm mal mit. Was ist denn das für ein Objekt oben im Himmel da aus Holz? Ja, das haben schon viele gefragt. Das ist noch von der Maueraktion. Das war so eine Aufnahmeplattform, damit wir alle von oben beobachten können. Kannst du hier einfach ein Zimmer nehmen? Hier. Was gibt's denn hier so? Von der Bürgermeister. Das sind die Arbeiterwohnungen für die Bergarbeiter von der Mine. Ich geh mal zum. Wen gibt's denn hier? Zum UFO-Mann. Ja, UFO-Mann. UFO-Mann. Der kommt auch bald nach Hunsgrab, hab ich gehört. Hab ich so gehört. Bauchgefühl. So. Der macht auch ein Let's Play und du machst ja auch ein Let's Play. Genau, also ich bin noch nicht ganz so weit wie du. In welcher Folge bist du jetzt ungefähr? Das dürfte jetzt irgendwas bei 275 sein. Ja, also ungefähr, ich bin jetzt bei Folge 22, wenn das rauskommt, vielleicht dann auch eine weiter. Ja. Hab ja noch nicht ganz so viel erlebt wie du. Ich bin auf der kläglichen Suche nach Diamanten, aber ich finde einfach nie welche und deshalb baue ich erstmal an einem Haus weiter, nicht wie du. Ah, das passt dann schon irgendwann. Hier, ich gebe dir gleich mal ein paar Kartoffeln. Ich habe nämlich auch gerade Hunger. Backkartoffeln, ganz neu eingetroffen hier in Hunsgrab. Ach, die sehen aber lecker aus in dem Texturenpack. Ja. Die sind doch lecker, hoffe ich doch mal. Ja, munden. Das hier ist die Tagelöhnerbutze. Können wir kurz reingehen? Du hast ja vielleicht schon mitgekriegt, dass ab und zu mal so Helfer nach Hunsgrab kommen. Genau, ja. Die ich dann hier für so ein paar Tage beschäftige und hier haben die so eine kleine Unterkunft. Und da kannst du auch mal in den Kisten Wall gucken. Of shame. Ja, die waren schon alle da. Großmeister, freier Arbeiter. Feuerwehrmann, doch, du hast eine Feuerwehr mal gehabt. Ja, einen Feuerwehrmann hatte ich mal da. Den Rumpel, ne, genau. Rüpel. Du kannst dich hier mal ausrüsten, hier in den Kisten von den Tagelöhnern. Okay, warte mal dann. Ich weiß gar nicht, was da jetzt so drin ist. Ich tue mal meinen Pilz und meine Eier weg. Also Schere, die kann ich auch die ich von den Hühnern bekommen habe. Ja. So eine Axt brauche ich mal und eine Spitzhacke. Was haben wir denn noch? Eine Schaufel. Oder alles, ein Schwert. Was man braucht, ne? So, was haben wir hier noch drin? Ja, so das Übliche einfach, denke ich mal, ne? Bisschen Erde, bisschen Holz. Genau. Ja. Naja, du machst ja auch ein Let's Play. Jetzt hatten wir gerade angefangen, den Satz, den können wir ruhig weiterführen. Seit, was sagtest du, 22 Folgen, ne? Ja, also ist zurzeit draußen. Ich weiß nicht, wann die Folge kommt, dann wäre ich vielleicht schon eine Folge weiter. Okay, dann bist du schon mal der 23. Alter Schwede. Ich habe da schon ein paar Mal reingeguckt und du gehst auch sehr auf deine Community ein, liest da immer einen Spitzenkommentar sozusagen des Tages vor, auch. Ja, ich habe mir das einfach mal zum Ziel genommen, irgendwie jede Folge einen Kommentar vorzulesen und darauf dann einzugehen, aber kriege ich dann auch nicht immer hin. Ja. Aber meistens dann doch. Du kannst ja auch mal kommen, ja, wenn du Lust hast irgendwann. Oh ja, mache ich gerne mal. Auf jeden Fall. Ja. Das müssen wir mal festhalten irgendwie. Das ist meine Kakaobohnen-Erntemaschine und da oben ist auch ein Baum gewachsen. Ich drehe hier bald durch. Ey, überall wachsen hier Tropenbäume. Ja, ich denke schon, das ist so schön grün bei dir, aber das sollte wohl nicht so sein, ne? Nee, grün mag ich gar nicht. Also ist ja ein Dorf noch, da dürfen natürlich schon mal ein paar Bäume sein, aber so viele dann auch wieder nicht. Ja. Schau mal, hier hat man einen schönen Ausblick. Über den Ort. Und guck mal, der eiserne Kerl. Genau. Also, ne, der Golem, der ist da oben hochgeklettert. Und der kommt da auch nicht mehr runter. Steht da jetzt und hält Wache. Huch. Oh, ups, bist du runtergefallen? Ah, ich hab dich nicht geschubbt, ne? Ja, warte, ich komm ganz schnell wieder hoch. Nee, ich bin, ich war so erstaunt von dem Ausblick ja, und bin einfach nicht hier, hier muss man halt am Hebel ziehen und dann werden die ganzen Kakaobohnen da runtergespült. Ja. Wo ist denn der Hebel ist oben Hebel? Direkt ach, unter da, dem Dispenser, jetzt genau. Ich ihn. Soll ich dir das mal zeigen? Ja, mach mal einmal. Ich stelle mich mal unten hin und guck einmal. Total spannend, oder? Hast du eigentlich schon was mit Redstone gemacht bei dir? Noch gar nicht. Ich habe, glaube ich, noch gar keinen Redstone. Ich finde, also Redstone total kompliziert und kann das auch eigentlich gar nicht. Gut, deshalb, dann bin ich nicht der Einzige. Ja, ich bin immer so leicht abgeneigt bei Redstone. Ja, kenne ich. Siehst du, und dann spülen die da alle runter. Wir können ja mal anlassen, den Brunnen.
Und ich sammle, also es dauert ein bisschen, ist schon eher eine langsame Technik. Kann ich ja mal helfen, einmal so. Aber wir haben ja Zeit in Hundsgrab, ne? Das ist ja. Einmal nass werden. Einsammeln, einmal unten lang rennen. Ja, da, du zierst dich schon ein bisschen da, dass deine Hose nass wird, ne? Oh, es hat kalt bei dir. Oh. Ja, ja, der Winter ist gerade vorbei. Wir hatten gerade erst Osterfeuer gemacht und alles. Wir haben gerade den Schnee sozusagen vor der Tür weggekehrt.